ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Wir spielen heute wieder eine Deathrun Map und zwar 222 Level Freaky Farm Deathrun Map. Ich kenne die Map schon, ich habe sie schon einmal gespielt vor ein paar Wochen. Ich kann jetzt schon zur Map sagen, es gibt gratis XP für den Season Pass. Es ist eine komplette Themen-Map, was ich richtig feier. Creator ist FH-Support, von dem haben wir schon sehr, sehr viele Maps gespielt. Der macht immer richtig geile Maps. Ich habe tatsächlich bei meinem ersten Durchlauf nicht alle Secrets gefunden, deswegen kann ich auch zu den Bonusleveln nichts sagen. Es steht ja da, 22 Bonuslevel, ich konnte die bisher noch nicht spielen. Ist ein bisschen schade. Ich entferne mich ganz kurz mal von den Kisten. So, jetzt werden wir es auch gleich sehen, dass mir die letzten zwei Secrets fehlen. Na komm, so, hier sehen wir es. Die habe ich tatsächlich nicht gefunden, ein Hühnchen und eine Ziege. Hier sehen wir es auch, einmal komplett Parcours Poison. Der Rest fehlt halt alles noch. Ja, ihr seht's, Themenmap richtig, richtig geil. Und es wird noch besser werden. Und ich würde sagen, ich werde jetzt hier ein Timelapse-Video starten, weil ich euch nicht die 222 Level voll quatschen möchte und will und euch nerven will und so weiter. Deswegen jetzt das Timelapse-Video. Habt Spaß mit dem Video und wenn ich durch bin, melde ich mich nochmal zu Wort. Also bis gleich.
So, da sind wir durch das Jump'n'Run, durch das Death'Run. Und ihr habt es gesehen, completed mit 7000 XP. Jetzt gab es nochmal 6000 XP an Münzen. Ja, was soll ich sagen? Es gibt tatsächlich Sprünge, die hätten ein bisschen anders gemacht werden müssen. Was ganz besonders an einigen Stellen nervt, sind die Cowwebs, die Spinnweben. Die sind an einigen Stellen echt total, wie soll ich sagen? Was steht hier? Die sind an einigen Stellen wirklich total sinnlos, weil man einfach nicht sieht, wo man hinspringen muss, kann und. Ein Secret haben wir ausgelassen. Hier sehen wir im Übrigen die bisher die Map gespielt haben. Es sind nicht so viele bisher tatsächlich. Also spielt die Map. Aber an sich eine wunderschöne Themen-Map. Schön abwechslungsreich. Und ja, ich muss alles finden, genau. Das überlasse ich aber euch mit den Bonusleveln, denn ich habe lang genug auf der Map verweilt. Ich werde jetzt gleich zurück zur Lobby gehen. So, Sprünge abwechslungsreich, einige hätte ich anders gemacht. XP sind komplett ausreichend, die es gibt. Secrets, da wird tatsächlich drauf hingewiesen. Allerdings habe ich immer noch die Ziege übersehen. Ich weiß nicht, wo die ist. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sie gefunden habt. Würde mich sehr freuen. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.